Ich stehe hier mit Streamer Kugelbuch, der auch beim Kränke Open mitspielt. Was sagst du zu deinem bisherigen Turnierverlauf? Naja, ich habe jetzt 3 Runden gewonnen, 3 Runden verloren, bin quasi jetzt im Mittelfeld. Bin aber sehr positiv heute gestimmt, weil ich gerade die Partie gewonnen habe. Macht Spaß. Also würdest du sagen, alles läuft super bis jetzt? Ja. Und wie kommst du klar mit den Doppelrunden? Also viele sagen, es ist sehr anstrengend für sie. Wie ist es mit Vorbereitung, gerade bei der Nachmittagsrunde? Ich bereite mich eigentlich gar nicht vor, weil man weiß ja auch nie, wann die Paarungen feststehen. Abends mache ich dann meistens was mit Freunden und habe dann weniger Zeit, mich vorzubereiten. Ich gehe da quasi blind rein. Also ich gucke mir die Elo vom Gegner an natürlich. Schau vielleicht mal sporadisch rein, was er so spielt, aber jetzt eine tiefe Analyse, Vorbereitung mache ich dann jetzt nicht. Nee. Und bist du vorher mit irgendwelchen Zielen ins Turnier gegangen, die du dir gesteckt hast? Ich will oder wollte 4 aus 7 holen. Das heißt, ich muss erst die nächste Runde gewinnen. 4 aus 7 hast du nicht vor, alle zu spielen, oder? Warte mal, wie viel? Wir spielen 9 Runden. Ach so, der hat mich Privet getrollt. Der hat gesagt, du holst locker 4 aus 7. Ach so, dann 9. Ja gut, dann will ich 5 holen. So über die Hälfte, das wäre ganz cool. Ja. Ja, das schaffst du noch. Wir haben ja morgen auch noch 2 Runden. Also, du streamst ja super viel. Was ist denn sonst so dein Alltag außerhalb von einem Schachturnier? Wie sieht das so aus bei dir? Aufstehen, Schach, Stream, Essen, Repeat. Also nicht so viel außerhalb von der eigenen Wohnung und Schach. Ich widme mein ganzes Leben Schach und Stream. Da jetzt auch nochmal eine Frage. Ich habe gesehen, dass du gesagt hast, du bist bei einer WM zum Schach gekommen. Hattest du vorher schon irgendeinen Bezug zu Schach? Wusstest du, wie die Regeln gehen? Oder hast nie die Begeisterung gefunden und dann erst angefangen? Oder wie ist da deine Geschichte? Die Geschichte fängt mit meinem Vater an. Also mein Vater hat mir irgendwann mit 6 oder so, die Regeln erklärt. Dann gar kein Schach mehr gemacht. Also wirklich 0,0. Und dann halt wieder, wie gesagt, durch die WM auf Schach gekommen und dann nicht mehr losgelassen quasi. Ja. Ja, super cool. Und wie hast du dann entschieden, ich fange jetzt mit Stream an, ich habe Bock, jetzt einfach Schach zu streamen? Naja, streamen wollte ich sowieso schon immer mal. Und ich habe halt zu der Zeit ganz viel Schach gespielt und dann kam eins zum anderen. Dann habe ich halt Schach gestreamt. So, ja. Und eine Frage, die ich mich schon immer gefragt habe, wie bist du auf den Namen Kugelbuch gekommen? Gibt es da irgendeinen Hintergrund? Ja, gute Frage. Da gibt es natürlich einen Hintergrund. Ich habe früher mit 12 habe ich Xbox Live gespielt. Das, so wie PlayStation Network, also dass du halt mit der Xbox online spielen kannst. Okay. Genau. Und da braucht man halt einen Benutzernamen. Und damals konntest du auf Random Generate klicken und dann ist halt Random Kugelbuch rausgekommen. Und ja, seitdem habe ich den einfach behalten. Genau. Also jetzt vielleicht nicht so spektakulär, aber ja, ist halt die Story dahinter. Mega interessant. Wenn du Schach trainierst, hast du da irgendwie Partien, die du besonders gerne anschaust oder irgendeinen Spieler, von dem du inspiriert wurdest, wo du sagst, von dem habe ich schon viel gelernt? Nee. Also ich habe natürlich Favorite-Spieler. Ich mag Firouzja ganz gerne. Aber ich nehme von jedem Großmeister so ein bisschen was auf. Also ich habe jetzt keinen Trainer oder so, der mir irgendwas erzählt, sondern ich versuche mir dann halt selber irgendwie aus diesen Partien was herauszuleiten oder so. Ob das jetzt richtig oder schlecht ist, weiß ich nicht. Genau, ich brauche auf jeden Fall noch einen Trainer, mit dem ich das Ganze so ein bisschen analysieren kann. Ja. Also du redest jetzt auch schon von einem Trainer eventuell anschaffen. Hast du sonst irgendwelche oder langfristigen Ziele im Schach? Ja, habe ich. Also ich will auf jeden Fall, also ich bin jetzt 1900 Elo auf chess.com und ich will dieses Jahr noch 2000 Elo erreichen. Ja, das ist so mein Ziel. Dann bin ich so bei dir, oder? Auf dem Elo-Stand. Das heißt, deine Ziele sind eher Online-Elo als in Real-Life-Elo. Das ist dir wichtiger, oder? Naja, Online-Elo ist mir schon auch wichtig. Offline, ja. Da habe ich jetzt nicht so große Ziele. Also ich will gutes Schach spielen, will so meine beste Leistung abrufen. Und da schaue ich jetzt nicht so auf die Elo. Irgendwie ist mir online ein bisschen, weil ich bin halt online, bin ich halt viel, viel öfter, viel, viel aktiver. Deswegen bin ich da vielleicht ein bisschen näher an der Zahl. Ja, aber jetzt so im nächsten Jahr oder dieses Jahr ein paar mehr Offline-Turniere spielen und dann mal gucken, wo ich lande, sagen wir mal so. Ja, das hört sich doch vielversprechend an. Dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg für die letzten 3 Runden und genau. Dann sehen wir uns. Danke für das Interview.